Also top ist ganz sicher der EHC Biel. Und zwar nicht nur einzelne Spieler, sondern wie die Organisation jetzt über die Zeit aufgebaut worden ist, mit gescheiten Transfer, mit der geduldigen Führung. Man sieht einfach, Biel ist zwar auch wirtschaftlich sehr gut geführt, aber Biel ist ein Sportunternehmen und das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Und das macht Freude, wenn man sieht, wenn gut geschafft wird, dass auch ein gutes Resultat der Biel rausschaut. Und auch wenn Biel sollte scheitern in der ersten Playoff-Runde, das ändert nichts daran, dass das die schöne, grosse, erfreuliche Überraschung ist von dieser Qualifikation. Ist für mich der EHC Kloten, und zwar nicht, weil sie nach 50 Runden letzt sind, das kann jedem passieren, aber es ist einfach ein Flop, weil eine Mannschaft letzt ist, die hat können um Playoff spielen und man einfach schlichtweg, man kann es nicht anders sagen, durch ihre Dummheit eine Mannschaft in Not gebracht hat, also den Jade im Herbst nicht alle Ausländerpositionen besetzt, ist etwas vom Dümmsten, was ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Das hat Kloten nie mehr gut machen können. Und das hat die Mannschaft in Not gebracht. Und das ist eigentlich sehr schade, weil Kloten ist ein Team, das gut auf der Augenhöhe von Langnau, Genf, Fribourg hätte können und Playoff spielen bis in die letzte Runde.